Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 2. So, wir sind in Bunkerstadt angekommen, endlich. Und, Lenny, lass uns nochmal kurz tauschen. Denn du konntest ja erstens was mit dieser Munition anfangen und zweitens hast du, glaube ich, ziemlich gutes Zeug, was vertickt werden kann. Ich glaube, einem behältst du mal davon. ...14mm Pistole. Die kannst du ruhig mitnehmen. Das kann ich nicht tragen. Okay, du kriegst auch noch meine Nahkampfwaffe und die Munition hierfür. Kann ich nicht tragen. Magnus, was kannst du denn bitte dann tragen? Du wirst doch jetzt wohl die drei Pistolen halten können. Nein, dein... Nein, dein Angebot ist nicht gut genug. Gehen wir. Was? Willst du mich verarschen, Lenny? Ich glaube, Lenny wollte mich gerade verarschen. Habe ich so den leisen Verdacht? Ah. Die kann ich nicht tragen. Okay. Dann darfst du jetzt da bleiben, bis ich zurück bin. Also wenn er dir nicht folgt... Wenn er dir gerade nicht hinterherläuft, dann kann man nicht mit ihm tauschen. So, wenn wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Hier gab es doch auch noch ein Waffengeschäft. Da hinten sehe ich doch irgendwas. Oh, ich habe die Nixon-Puppe gefunden. Du siehst eine kleine Puppe mit einer großen roten Nase. Aus irgendwelchen Gründen traust du dieser unschuldigen aussehen, diesem unschuldig aussehenden Kinderspielzeug nicht. Ach ja, der Herr Nixon. Das war doch ein Kind hier, das seinen Freund Nixon gesucht hat. Wo ist das denn hin? Hey, hallo Fremdling. Ich bin Ed, der Brahmenhändler. Kann ich was für dich tun? Nein, ehrlich gesagt nicht. Wo ist denn dieses Kind?
Ja, euch habe ich mit dem Flug geholfen. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her, ne? Wo ist dieses Kind? Oh, hier ist ja auch noch ein Händler. Ich suche günstige Waren. Kann ich mal sehen, was du auf Lager hast? Okay, nicht wirklich was Interessantes. Mikrofusionszelle. Ich habe halt keine Waffe, die die braucht. Aber du hast Stimpaks und du hast Geld. Und das ist, sind zwei Sachen, die ich sehr gerne mag. Das Ding ist viel zu viel wert. Okay, dann behalt nochmal 16. Auf die kann ich ehrlich gesagt gut verzichten. So, aber das hilft uns mit der Problematik mit dem Kind nicht weiter. Ich schau mal kurz in den Pip-Boy. Status. Bunkerstadt. Zange. Und einen Schraubenschlüssel bei Valerie ab. Hm. Stimmt, den Schraubenschlüssel, den brauchen wir auch noch. Aber du... Nette Klamotten, ja, danke schön. Wo ist dieses Kind? Ich habe keine Ahnung. Naja, wir gehen jetzt einfach mal nach Bunkerstadt rein. Ich habe jetzt hier schon fast die halbe Folge drin verbracht, um ein bisschen was zu verkaufen und ein Kind zu suchen. Ja, ich bin Bürger, darf ich durch? Guten Tag, Bürger. Dankeschön. So, dann gehen wir erstmal zu unserem Stadtrat. Freund. Und schauen mal, ob der... so ein Ersatzteil für den Computer hat. Das wäre an sich nicht schlecht. Der war hier hinten links, wenn ich mich richtig erinnere. Guten Tag, Bürger. Kann ich dir helfen? Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich, Bürger. Was würdest du denn gerne wissen? Ist deine Aufgabe? Ich suche einen Geg? Nein. Erst Bürgerin? Nein. Ich muss dringend mit über Redding reden. Ich habe Geckos Werk repariert. Ja, das hast du erwähnt. Gut gemacht, Bürger. Will ich mit dir über Redding reden? Eigentlich will ich ja eher, dass die NKR da unten... Wobei, die mag mich ja auch nicht, also... mit der NKR kann ich ja nicht reden. Wer warst du? Vielleicht mit der Erstbürgerin, aber die wird mir wahrscheinlich nichts geben. Ja, was ist denn? Ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Natürlich. Wie kann ich dir helfen, Bürger? Hast du einen Geg? Das hier ist Bunkerstadt. Warum lebt ihr nicht in einem Bunker? Heute nicht, danke. Weißt du was? Dann gehen wir einfach selber in den Bunker und suchen uns, schauen, ob wir so ein Teil finden. Oder, die Verkaufsstelle. Das wäre unter Umständen auch noch eine Idee. Hier hinten war das doch. Hallo Fremder. Immer wieder angenehm, ein neues Gesicht zu sehen. Ich heiße Randall. Ich bin Chef des Büros für Annehmlichkeiten. Brauchst du was?
Ja, kommt drauf an, wo ich bin. Ja, die ganzen Dialoge kennen wir ja schon. Würdest du dir was ausmachen, wenn ich dir ein paar Fragen stelle? Klar, was liegt dir auf dem Herzen? Institution. Ja, gut, das haben wir alles schon erledigt. Was hast du denn so auf Lager? Okay, Messer, Rüstung, Metallrüstung Mark 2. Super Stimpak. FN, FAL. 762, ja. Schaut nach einer schweren Waffe aus. Hast du noch Stimpaks? Dann hast du noch Redaway und dann hast du noch Redex. So, jetzt interessiert mich mal. Ich kann dich doch sicher entladen. Okay, das ist Munition, die ich so, glaube ich, noch gar nicht gesehen habe. Aber gut, ich habe hier so ein bisschen was im Angebot. Da siehst du mal, da sollten wir uns doch einig werden können. 6400. Geld hattest du Geld? Du hattest Geld. Dann pack mal dein Geld nochmal mit drauf. Ja, das ist, denke ich, ein fairer Tausch. Aber auch hier kein Teil. Das war's für heute, ja. Ah. Okay, so toll ist das Ding jetzt auch wieder nicht. 9 bis 18. Da macht unsere Schrotflinte macht schon mehr, also genauso viel Minimalschaden wie das Ding Maximalschaden. Hier gab es auch noch Zeug zu kaufen und verkaufen. Kann ich sehen, was du auf Lager hast. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes dabei. Du hast Werkzeug, du hast auch Geld. Geld nehme ich gerne. Ja, nimm so eine abgesägte Schrotflinte. Dafür nehme ich noch Werkzeug mit. Und dafür kannst du nochmal 62 da lassen. Dass, wenn ich irgendwie hier noch an einen Schraubenschlüssel kommen sollte, dass ich wenigstens selber noch ein bisschen Werkzeug habe. Zeig mal, was du auf Lager hast. Du hast Geld, du hast Stimpaks. Und du hast auch ganz viele Redex und Redaway. 3500, das hört sich doch fast nach einem fairen Tausch an. Ha, die Munition ist nichts wert. Das ist auch schön. Wenn du dein Gegengift noch mit drauf legst, dann reicht's nicht. Ja, gut. Bitteschön, guter Tausch. Ja, finde ich auch. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir doch hier gut geshoppt. 7 Redex, 6 Redaway, ganz viele Stimpaks und Super Stimpaks. Das gefällt mir ganz gut.
Dann kann ich den anderen auch mal wieder ein paar Stimpaks spendieren. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen in den Bunker rein und gucken uns im Bunker noch mal ein bisschen um. Wir fangen einfach mal oben an. Oh, ich habe schon 103 Lebenspunkte. Das finde ich ja super. Hier oben wird, glaube ich, kein Sprachsteuerungschip geben. Ich gehe jetzt einfach mal in die zweite Ebene. Die war ja voll mit war ja einfach so ein Lager. Mal gucken. Vielleicht finde ich hier was. Ich glaube, ich hätte auch in Bunker 15 nachgucken können. Diese Tür klemmt, nur ein außerordentlich starker Mensch könnte sie öffnen. Du könntest es aber auch. Inventar. Mit einem Satz Dietricher probieren. Ah, die Tür ist nicht verschlossen, sie klemmt. Okay. Scheint verschlossen zu sein. Das bewirkt nichts. Das bewirkt nichts. Okay. Okay, die Tür ist offen. Dann schauen wir einfach mal. Große Buch der Wissenschaft. Oh, nimm alles. Hier unten kommt ja eh keiner so normal runter. Da können wir uns einfach mal bedienen, würde ich sagen. Wir sind ja Bürger, wir dürfen das bestimmt. Oh, da ist. Das wäre es erstmal. Da war eine Kiste, die hätte ich fast übersehen. Staubige Schachtel, Geld, Schrott. Ich erinnere mich an den ersten Teil. Ein Haufen Schrott, ein bisschen was von allem, es wiegt 12 Pfund. Ich möchte jetzt nicht beschreien, dass. Scheint verschlossen zu sein. Ich möchte jetzt nicht beschreien, dass das Teil ist, was ich suche. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen. Sie klemmt, nur ein starker Mensch könnte sie öffnen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Schrott, den ich gerade eben gefunden habe, dass das Teil ist, was ich brauche, weil es war mit der Wasserpumpe im ersten Teil war es ja genauso verschlossen zu sein. Das bewirkt nichts. Du schaffst es nicht, es zu öffnen. Du schaffst es nicht, diese Tür zu öffnen. Ich will hier aber auch nicht anfangen, in einem Bunker rumzusprengen. Wären wir wieder bei dem Problem, dass ich es nicht schaffe, Türen zu öffnen. Du da unten kennst dich doch mit Computern aus. Kann ich mit dir vielleicht sprechen? Das probiere ich jetzt noch aus. Ah, hallo, da bist du ja wieder. Brauchst du was?
Singstimme, Singstimme, was machst du hier nochmal? Gib aber auf, ich gebe auf Sachen acht, die hinter gelagert werden. Verschlossenes Schloss zu bleiben. Hast du einen Schlüssel? Nee, aber man macht nichts. Die meisten Türen klemmen sowieso. Okay, danke für die Auskunft. Ich hätte noch eine Idee, und zwar mit einer Brechstange könnten wir eventuell es schaffen, die Türen aufzumachen. Aber ich würde mal sagen, das probieren wir in der nächsten Folge aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sage einfach bis dahin und ciao.